Hallo und herzlich willkommen zurück zum Wäldchen. Heute mal mit einer Anmoderation aus der Küche, weil es war gerade dunkel und ich habe ein bisschen Angst jetzt, was draußen so alles herumlaufen könnte. Und ich setze mal den Helm auf und gehe mal wieder in eine etwas normalere Ansicht. So, heute ist ja wahrscheinlich wieder eine Baufolge angesagt. So, aber erstmal müsste ich, glaube ich, gucken, dass ich etwas Lava bekomme für unsere Smeltery. Das wäre ein akutes Problem beim letzten Mal und... Aua. Einmal sind hier unten drin. Nehmen wir mal alle mit und rennen ein bisschen verwirrt im Kreis rum, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich hier Lava finden könnte. Obwohl, so selten sind Lava sind dann doch nicht. Ich glaube, ich gehe einfach mal darüber, springe mal auf den Berg und gucke mich ein bisschen um. Vielleicht finden wir dann ja was. Wo ich die letzte Lava her habe, weiß ich nicht. Die habe ich, glaube ich, aus der Schlucht geholt und habe die Lavaströme, die da so an der Wand runterliefen, so ein bisschen mitgenommen. Mehr weiß ich dazu nicht. So, hier ist schon mal erstmal nichts. Ist natürlich toll, dass hier nichts ist. Das heißt, wir brauchen längere Zeit, um was zu finden. Da war die eine Höhle. Ich gehe einfach mal hier rüber und wir gucken mal, ob wir hier was bekommen. Okay, jetzt habe ich wieder ganz stark eingeatmet. Das sollte ich vielleicht während der Aufnahme unterlassen, weil das hört man ja auch. Ah, ein Lavasee. Habe ich da die Lava geholt? Ich glaube schon. Ja, ich glaube jetzt kommt es langsam. Ja, das sieht auch so aus. Den sieht auch so aus, als ob das hier gewesen wäre, ja. 4, 5, 6, 7. Also Berge. Ein Lavasee. Das können wir uns aber auch jetzt auch aufschreiben. Und zwar... ein Lava-Vorrat. So. Wir können das Bild auch exportieren. Das ist sehr schön. Wir sollten uns definitiv noch einen Heimmarker setzen. Oh, wo will ich denn hin? Wir müssen doch eigentlich nur dort rüber. Genau. Den Tunnel müssen wir demnächst ja auch nochmal ausbauen. Da ist ja auch noch nicht viel passiert. Bis auf, dass ich die Grundform herausgeschlagen habe. Im Nachhinein jetzt mit dem Hammer wäre das auch viel einfacher gegangen. Ich hätte wirklich... okay, kaputt. Nein, ich hätte wirklich hingehen sollen und einfach das hier lieber mit dem Hammer machen sollen. Da hätte ich mir viel Zeit und Mühe gespart. Aber ich wollte es ja anders machen. Und naja. Es ist, wie es ist. Können wir nicht mehr ändern. Ist passiert. Sei es drum. So, jetzt sind wir genau hier. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Marker. So, und diesen Marker können wir dann auch löschen. So, jetzt gucke ich mal gerade. Machen wir das zu unserem normalen Rucksack, wo ganz viel Zeug drin ist. Und da packen wir dann die Sachen rein, die wir eigentlich für den Moment nicht brauchen. Das hier sind hier die Standardsachen, die behalten wir dort. Den Rucksack können wir natürlich nicht in den Rucksack packen. Wäre zu schön gewesen. So, diese Lava. Packen wir auch da rein. 4 Eimer geht er jetzt direkt in die Smeltery, der Rest nicht. So, 1, 2, 3 und 4. Und das, okay, die Cheeseburger, die eigentlich Hamburger sind, können ja auch da rein. 2 behalte ich mal so. Und dann kommen die einmal auch hier rein. Und dann können wir hier anfangen. Beziehungsweise nicht anfangen. Wir können hier dann
in Ruhe weiterbauen. Das mache ich auch mal kurz weg, weil hier möchte ich dann das gerade auch ein bisschen anders machen. So, hier mache ich dann nämlich auch Slabs rein von Carpenters. Und ich muss mal eben den Hammer von unten holen und das andere Werkzeug, weil das können wir nämlich alles jetzt in unserem Rucksack tun. Hier, das darf man nämlich auch mal. Das nehme ich auch mal mit. Hier noch mehr Schaufeln. Die können alle hier in den Rucksack. Ja. Das wollte ich. Ist auch egal. So. Und dann Baumaterial. So, Carpenters, die brauchen wir auch. Damit ist mir nämlich auch noch was eingefallen. Oakwood. Eigentlich brauchen wir alles, was hier so rumliegt. So, das. Spruce. Ich nehme einfach alles mit. Und dann machen wir uns noch ein paar neue Carpenters Blocks. Den einen habe ich ja irgendwo stehen lassen, deswegen brauchen wir jetzt einen neuen. So, erstmal ein paar. Also, und noch ein paar. Oh, okay, das geht ja halbwegs auf. Nämlich nicht. Was immerhin schon mal los und dann mache ich hier noch mal einen, können wir noch machen. So, die setze ich dann dort ein, welche das Weizen schön im Hintergrund wächst. So, dann machen wir das nämlich so. Genau, machen wir es dumm. So ist nämlich viel besser. Dann können wir nämlich hier, haben wir hier so eine halbe Wand, das lasse ich erstmal so. Hauptsache, wir haben hier eine ganze und dann muss ich gerade mal gucken, wie das hier so ist. Gut, hier ist ein ganzes Holz drin. Ich habe ja letztens auch mal versucht, als wir das zum ersten Mal gebaut haben, die Treppe umzudrehen. Und wenn ich mich nicht täusche. So, so bringt das natürlich nicht viel. Genau, das geht nämlich. Genau, das geht nämlich sogar. Letztes Mal habe ich es nicht hinbekommen. Aber ich glaube, ich war auch einfach zu ungeduldig. Also ich glaube, wir sollten jetzt hier an dieser Hütte hier weiterbauen. Das bedeutet natürlich, dass hier auch die nächste Etage drauf muss. Und das heißt, wir brauchen hier auch eine Treppe oder irgendwas in der Richtung. Ich glaube mal, ideale Position wäre hier. Und es wird dunkel. Sag mal, wo ist eigentlich das Bett, das ich mit hatte? Weil das würde ich mir doch jetzt gern nehmen. Eine random Piste. Wo habe ich denn? Habe ich das Bett bei meinem letzten Schlafplatz stehen lassen? Ich bin mir da gerade ehrlich nicht sicher. Naja. Weil ansonsten würde ich das nämlich gerne hier in diesen Rucksack tun. So, jetzt überlegen wir gerade mal kurz, wenn wir hier hoch wollen, dann müssen wir. Die nächste Etage ist dann auf 4. Das heißt, wir gehen hier. 2. 3. Ja, das würde gehen, das können wir machen. Machen wir das mal ganz simpel und tun das so. Und ich glaube, hier tue ich direkt nochmal so einen Balken hin. Ja, das kann man machen. Ich könnte aber auch. Das würde vielleicht sogar noch besser aussehen. Wie
man die Dinger? Nein. Das könnte eine Tür sein. Das ist eine Trapdoor. Lass mal gucken, wie man so einen Post macht. Aber das gibt's hier? Barrier. Ach, gab es hier nicht auch so ein. Die habe ich doch auch schon verwendet. Ja. Teil. Collapsible Block. Hier gibt es ja ganz viele interessante Dinge, die ich noch gar nicht kenne. Aber eigentlich hätte ich gern so ein Dingens. So ein Zaun. Nicht so ein Zaun, sondern so eine Wand. Okay, so können wir es natürlich auch machen. Awkward Post. Einfach da. Okay, so können wir das machen. Ich dachte, es ging auch mit Carpenters Blocks. Weil wir hier drin nämlich noch das dann so machen, dass wir hier. Hier dann kleinere machen, das wäre auch nicht schlecht. Und dann hatte ich gerade so eine Idee und mir ist gerade aufgefallen, dass diese Idee, die ich gerade hatte, gar nicht mal funktionieren würde, weil. Oh, was sei denn? Ne. Die Blöcke sind hier nicht drin. Dann bekam gerade die Idee, man könnte hier hingehen und. Ne, hier machen wir so. Wie? Ist schon alles so lange her. Es wäre schön, wenn man die direkt aufeinander machen könnte und dann unterschiedliche Blöcke drauf tun könnte. Was jetzt aber leider nicht geht. Was ich schade finde. Aber wir könnten eventuell. Wobei das hier dann natürlich sehr niedrig wäre. Dann geht das hier mit der Treppe auch nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber müsste mal drüber nachdenken. So, dann machen wir so. Geht das so? Nein, das ist natürlich schlecht. Aber so. Hier von. Eigentlich geht das auch. Halt. So rum ist aber falsch. So rum ist richtig, ja. Und meine Stimme verlässt mich gerade. Sollte vielleicht doch nicht so lange. Okay, Shift. Shit, er hat Shift gedrückt. Sollte vielleicht doch nicht so lange Aufnahmen im Stück machen. So. Es geht ja auch, wenn wir das so machen. Wobei, wie gesagt, ich finde, das ist sehr niedrig. Aber eigentlich so angemessen, ne? Wenn wir darauf jetzt einfach die Decke tun, ist das doch wunderbar. Hier kommen wir natürlich jetzt super hoch. Was heißt mit der Treppe? Das müsste man dann doch vielleicht etwas anders lösen. So. Und hier machen wir das Spielchen dann direkt nochmal. So. Ja. This was very intelligent. Let's do it again. So. Und da machen wir dann nochmal Holz drauf.
Zack. Ich bin mir noch nicht sicher, was das hier angeht. Von der Optik, die es am Ende haben wird, wird es natürlich perfekt sein, aber... Naja. Was den Eingang hier angeht. Ginge auch. Würde aber nur als einer Treppe gut aussehen, wenn wir nämlich eine Zweier machen, die direkt hier vor die Wand führt. Das wäre schon schlecht und können natürlich so anfangen und darum gehen. Bin ich mir aber auch nicht sicher, ob ich das so will. So. Mach ich jetzt mal so eine Reihe. Gib mir das. Und dann machen wir hier. Mach mal eine Reihe hin und dann gucke ich mir das mal an. Immer schön Shift drücken. Bei den wunderbar intelligenten Carpenters Blöcken. Am liebsten hätte ich hier gehabt, wenn ich hier es hätte so machen können, dass ich oben einen Half-Slab gemacht hätte und dann darunter die Dinger. Können wir das nicht doch noch irgendwie machen? Ich meine, wir haben so viele Blöcke. Moment. Dazu muss ich gerade mal ein kleines Experiment machen. Okay, wenn wir das so hätten, dann wäre das hier theoretisch der Balken. Das hier wäre alles die Decke. Aber wir können doch jetzt nicht hier wirklich... Doch, das können wir. Es ist nur scheiße aufwendig, was die Menge von Materialien angeht, die wir dafür brauchen. So, erstmal als Gedanke einfach mal... Können wir denn auch... Können wir denn auch so einen Post dafür nehmen? Statt dem eigentlichen Stamm, weil das wäre nämlich wunderbar. Nein, das funktioniert leider nicht. Wir können keinen Post auf die Dinger drauf machen. Aber die Idee muss ich jetzt einfach mal kurz gegenchecken, das heißt alles wieder abbauen. Aber so ist es halt in Minecraft. Und wenn wir schon dabei sind, könnte ich ja das Ganze etwas schneller machen, indem wir das hier nehmen. So bekomme ich dann doch noch meine Idee, so wie ich sie geplant hatte. Ups. Ja, ich muss aufpassen, das Ding ist 3x3. Das heißt, hier sollte ich es nicht einsetzen. Okay, dann versuchen wir es nochmal. Erstmal machen wir hier dann auch wieder Blöcke drauf. So. Achso, hier ist einfach normaler Stamm. Genau. Jetzt sind wir schon 20 Minuten dabei und machen praktisch nichts. Nichts, was irgendeinen Sinn ergeben würde. So. Und machen es nochmal so. Hier kommt natürlich dann erstmal wieder eine Zwischenschicht drauf. Gut. Und Schlips natürlich. Und schlafen gehen. Gucken wir, dass wir da jetzt das Dach drauf machen. Wobei mir auch der Gedanke sehr gefallen würde, dass wir hier keine Zwischendecke haben in dem Bereich, sondern dass wir hier ziemlich hoch sind und nur dort eine Zwischendecke hätten. So.
So. Hier muss natürlich das dann so rum hin. Und dann versuchen wir mal, den schlauen Plan in die Tat umzusetzen. Wobei mir gerade auch wieder auffällt, dass ich wieder einen Fehler gemacht habe. Denn hier kommt auch keine Sau lang. Ja, es ist, wie es ist. So, das ist aber definitiv zu hoch. Da können wir nicht einfach so... Das müssen wir schon so machen. Machen wir das für den Anfang einfach mal und dann setze ich hier erstmal die Dinger rein. So, hier haben wir wieder Fehler gemacht. Und für daneben reichen uns natürlich normale Slabs, da brauchen wir gar keine Carpenter Slabs. So. Immer schön Shift gedrückt halten, sonst gibt es hier wieder eine Katastrophe. Hier können wir wieder ganz normal arbeiten. Wie kann sowas passieren? Die Abfrage ist manchmal ein bisschen daneben. So, und jetzt wieder Carpenter's Blocks. Jetzt sind erstmal nur die hier. Also, 4 und Slapstack da rein. Obwohl, man könnte hier auch an dieser Stelle, um einfach etwas mehr Struktur in die Wand zu bekommen, könnte man hier, mache ich vielleicht sogar. Ihr wisst natürlich jetzt, ihr wisst, was ich meine. So, jetzt haben wir hier natürlich das Problem, dass wir hier furchtbar viel Holz verschwenden. Hätten wir nicht die Lumber Axe, dann könnte man sich das auch schenken. So, so geht es nämlich auch. Dann haben wir hier nämlich den Eindruck eines Balkens und von oben backt diese scheiß Textur durch. Was natürlich jetzt blöd ist. Ist das auch noch, wenn wir jetzt... Ja, es ist auch immer noch. Das gefällt mir jetzt natürlich auch wieder nicht. Allerdings gefällt mir das jetzt von der Höhe hier sehr gut. Naja, dann können wir das auch nicht machen. Das heißt, nochmal weg damit. Alles für die Katzen. Aber ich habe auch noch einen Plan B, wie man das hier umsetzen kann, wenn man es nicht so macht. Ist jetzt also kein Riesenproblem. Wie schlau. Mit der Lumber-Axe musst du wirklich aufpassen. So, jetzt ist der Gedanke, den ich jetzt gerade hatte, dass wir hier vorne das Ding hoch offen lassen, dass wir dann da das Dach drauf machen. Und dass wir nur das hier hinten überdachen. Und dazu... Ich mache aber jetzt erstmal nichtsdestotrotz einfach... hier einen Balken hin. Einfach aus Spaß an der Freude. So, wenn wir jetzt hier einen Balken hätten, dann müssten wir hier natürlich eine Treppe nach oben machen. Das heißt, wir müssen das ganze Werkzeug da unten verschieben. Was ich jetzt bräuchte, wäre Dark Oak. Schwarzeichenholz, weil mit dem Schwarzeichenholz könnte man auch schöne Balken machen. So, hier ist natürlich ein Durchgang. Und hier
denke, hier lasse ich gerade für den Anfang erstmal offen. Jetzt setze ich erstmal die andere Idee um, die ich gerade hatte. Deswegen war es natürlich eigentlich verschwendete Zeit, dass wir die Dinger schon gesetzt haben. Weil es wäre natürlich gar nicht schlecht für die Optik, wenn wir hier nämlich auch Holz setzen. Das gibt der, das gibt dem ganzen Haus von außen ein bisschen mehr Struktur. Das nicht, sondern das Eichenholz hier. So. Damit müssen wir natürlich jetzt einmal ganz rum um die Hütte. Und dann ist unser Holzvorrat wahrscheinlich schon wieder aufgebraucht. Ach ja. So, machen wir das mal so. Dauert zwar gerade ein bisschen länger. Genau, dauert ein bisschen länger, deswegen lassen wir es lieber sein. Wie haben wir das denn hier? Ah genau, hier müssten dann diese Treppen rein. Ich mach mir gerade das mal weg. Damit ich das besser sehen kann. So, jetzt müssen wir die Treppe drehen. Das glaube ich ganz gut. Nein. Genau, die hätten wir gern. Dann müssten wir uns das so hindrehen. Und wenn wir die jetzt da. Ja, falsch rum. So rum brauchen wir das. Genau. Alles sehr seltsam hier. So geht's dann aber. Dann ist es korrekt und ich muss wieder hoch. Wir könnten natürlich auch hingehen und in dieser Höhe dann einfach die Balken durchziehen und hier was drauf tun. Das würde mir dann wiederum aber nicht gefallen, weil dann wären wir zu hoch. So hoch ist auch nicht gut. Also 3,5, das ist schon ziemlich die optimale Höhe, die man hier machen kann. So, die Slabs werden wahrscheinlich nicht reichen, da brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar mehr. So. Genau. Das müsste aber hinkommen. Und dann sollten wir unten auch noch Licht machen, weil es wird sonst ein bisschen dunkel da drin und ja, wir wissen ja alle, was dann passiert. Dann kommen so nette Kerle, die uns ans Leder wollen. Okay, machen wir die mal in der Höhe. Und dort auch. Und hier machen wir dann. Ja, was machen wir denn da? Vor allen Dingen funktioniert das gar nicht. Egal. Egal. Vergiss es einfach. Ich glaube, ich sollte schauen, ob ich mir Microblocks hier installieren kann. Was ja kein Problem ist, dann kann ich das hier auch bauen. Also, merke, nächstes Mal Microblocks installieren. Sowas. So, hier lasse ich es dann so. Und ja, der Eindruck dieser Stelle ist von außen natürlich auch wunderbar. Haben wir nämlich da diese Steinflächen dazwischen und haben so ein richtiges Fachwerkhaus. So, von der Höhe gehe ich hier an dieser Stelle mit der Hütte noch ein höher. Das heißt, hier müssen wir nochmal 4 Stück drauf. 1, 2, 3. 2, 3. Und da wir natürlich auch da hoch wollen, müssen wir gerade mal diesen hier machen.
Nein, ein weniger. Du musst das hier nämlich so rum. 1, 2, 3. Ah, das. Es wird jetzt alles ein bisschen repetitiv, weil wir das Ganze natürlich wieder immer wiederholen. Und wir haben auch nicht annähernd genug Holz, um das durchzuziehen.